Also, servus Leute. Heute sitzen wir auf der Gilera Runner FXR 180 Kubik Two-Stroke. Das wird jetzt ein kleines Meinungsvideo, was ich von der halte, wie sie ist, was positiv, was negativ. Also, was ganz klar negativ ist, ist die teure Anschaffung. Weil, wenn du eine ordentliche willst, kostet sie echt viel Geld. Oder, ja, da kriegst du halt andere Fahrzeuge für den Preis, die mehr Leistung haben. Aber sie ist halt selten irgend in der Hinsicht und ist auch echt, macht Spaß. Die läuft 140. Also ist schon ganz witzig. Das ist ein negativer Punkt mit den Kosten. Was dann auch noch negativ ist, ist, ihr solltet damit umgehen können. Also ihr solltet damit also schrauben können, weil Werkstätten für solche Fahrzeuge sind auch sehr teuer. Deswegen wäre es nicht schlecht, wer sich so eine anschaffen will. Ihr solltet etwas Talent haben, weil irgendwann machen die immer mal ein bisschen Mucken, mal ist der Vergaser verunreinigt oder sonstiges. Und ja, bisher, man muss sagen, sie läuft echt gut, sieht gut durch, muss gerade jetzt noch einen Vergaser abstimmen für den Sommer oder für wärmere Temperaturen. Das sind so mal auf jeden Fall die zwei negativen Punkte mit Anschaffungskosten und was war's, Schrauben. Also Talent dafür ein bisschen oder ein bisschen Geschick, dass man viel selber machen kann, wenn was sein sollte. Bisher waren ihr nichts. Positiv ist halt, ihr habt ein Helmfach an der Kiste, ihr hockt halt wie auf dem Sofa, richtig bequem. Ihr könnt Zeug mitnehmen, ohne einen Rucksack mitführen zu müssen. Und der Sound ist halt hart. Ich denke mal, das hört ihr gut. Für ein Zweitaktrelais mit 180 Kubik ist das schon ganz schön. Da geht das Ding richtig vorwärts. Es macht auch echt als Abwechslung ab und an vom Motorrad runter auf den Roller. Ist ganz lustig. Macht ziemlich Spaß sogar. Es ist halt krank. Du kannst nicht aus dem Stand Vollgas geben. Das ist ein bisschen gefährlich. Also die FXR ist nicht zu unterschätzen. Du kannst aus dem Stand nicht Vollgas geben, wenn die gut eingestellt ist. Oder sagen wir mal, für sportlich eingestellt ist. Weil das Ding geht wie Drecksau. Die geht aus dem Stand locker aufs Hinterrad. Und auch wenn du bei 80, sagen wir mal so, circa beschleunigst und den Hahn voll aufreißt, merkst vorne, wie die Gabel leicht wird. Was auch zu empfehlen ist, gerade bei, wenn ihr euch eine zulegen wollt, schaut, dass sie original ist. Dass nichts dran gemacht ist. Selber Hand anlegen könnt ihr, wenn ihr Talent dazu habt oder Bock auch, und man kann alles ja noch lernen, dann kann ich euch das gut empfehlen. Wichtig ist halt, dass ihr schaut, was für eine Gabel sie hat, ob sie die Upside-Down-Gabel hat oder ob sie schon diese Seebackgabel hat. Das heißt, dass die Federn oder die Gabel, bei der Upside-Down ist ja oben das Federbein und fährt ja so gesehen oben runter. Und bei den normalen Gabeln ist ja genau andersrum. Und das ist die Seebag, weil das war immer bei denen ein bisschen ein Problem. Also von Undichtigkeit her, das geht schon. Vieles wird immer schlechter geredet, als es ist. Das ist zumindest meine Meinung. Aber darauf achten, weil eine Gabel umrüsten kostet, wenn ihr eine originale Seebag wollt, 700 Euro. Und das ist schon einiges. Und da muss ich noch einbauen oder einbauen lassen. Dann kostet das Teil richtig Schweinegeld. Aber so, sie hat jetzt Serie hat sie 19 PS. Gemacht haben sie natürlich mehr. Bei ihr ist jetzt ein Scorpion Sportauspuff mit E-Prüfzeichen, also E-Zulassung drauf. Der ist ordentlich laut. Ein etwas größerer Vergaser, eine leicht andere Abstimmung, also nichts Wildes, kein großes Tuning. Aber es klingt geil und sie läuft halt echt krass.
mit Fahrzeugen wie eine Aprilia S125 könnt ihr problemlos mithalten. Also das Ding läuft richtig stramm. Gut, es gibt natürlich noch längere Getriebe, da geht noch mehr. Also es ist echt krass, was da geht. Für das, dass das nur ein Maxi-Roller ist. Wir schauen auch mal, wir fahren mal irgendwo mal raus. Wir halten hier mal irgendwo an. Um euch die Kleine mal zu zeigen. So, machen wir mal aus. Der Kollege ist auch noch dabei mit seiner SV. Also, das ist die Kleine mit einer Sportverkleidung, neu lackierten Felgen in Candy Gold, kommt jetzt halt nicht ganz so zur Geltung. Ja, und der Ford. Also von dem her, für den kleinen Kolben geht das Ding richtig vorwärts. Es macht mega Spaß. Wie gesagt, du hast Stauraum. Was auch ein bisschen Nachteil ist, ist einmal, dass du Kühlwasser auffüllen kannst. Das ist ein bisschen beschissen. Du kommst nämlich nicht so gut hin und aufdrehen ist auch Stier. Und wenn du es nicht richtig zudrehst, kotzt die Scheiße halt alles raus. Cool ist das mit dem Tanken, das finde ich echt genial. Du hältst schon Rüssel rein, lässt volllaufen und gut ist. Und dann geht es voll klar. Also, das sieht zwar ein bisschen scheiße aus, habe auch erst gedacht, das wäre schlimmer. Aber so, ja, ihr seht es vielleicht. Im Moment ölt es ein bisschen. Weil, wie gesagt, sie wird jetzt abgestimmt, Vorbesitzer. Hat sie, glaube ich, eher im Herbst, also bei kälteren Temperaturen abgestimmt. Ja, und an das gehen wir jetzt ran, oder gehe ich jetzt ran, ans Abstimmen, dass das aufhört, dass das sauber zieht, sauber läuft. Im Moment hat sie ein bisschen Probleme, gerade aus dem unten raus, aus dem Stand, stottert sie ein bisschen. Wenn ihr wisst, was das ist, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt habt ihr sie auf jeden Fall mal gesehen. Die kleine Kiste. Ist ganz lustig eigentlich. Und wie gesagt, sie hat jetzt schon 14.768 Kilometer. Wir haben jetzt schon knapp 3.000 draufgefahren in dieser Saison. Also ziemlich viel. Und ja, man kann nichts Negatives so gesehen sagen. Sie sind halt schweineteuer in der Anschaffung. Es macht eigentlich echt Spaß, also es macht auch echt Spaß, die zu fahren. Das ist jetzt die M08, der Motor. Mit Hintenscheibe wie auch vorne Scheibe. Gibt es ja auch noch mit Trommel. Aber von dem her, viel dazu sagen. Was soll man dazu sagen? Treten. Und dann läuft die Kiste. Ja, Vorführeffekt. Also Klang für Zweitaktfreunde oder für die auf Zweitakt stehen, ist das mega geil. Ja, also, dann fahren wir mal weiter. Dann seht ihr noch ein bisschen vom Fahr, also was Geschwindigkeiten angeht, wie schnell sie eigentlich ist. Und was ich halt sagen kann, schaut, dass der original ist, unverbastelt.
dass nichts dran gemacht ist am besten. Und dann könnt ihr immer noch sagen, selber Hand anlegen oder lassen. Es ist halt auch wichtig, dass ihr darauf achtet, dass nichts verpfuscht ist, dass alles in Ordnung ist. Dass es so gesehen bloß ein scheiß Roller ist, läuft das Teil richtig brachial vorwärts. Und es macht auch echt Spaß. Sie ist wendig, du kannst echt gut in die Kurven. Merkt vielleicht, ich wackel immer mit, oder besser gesagt mein ganzer Oberkörper, vielleicht merkt man das. Wenn du richtig Gas gibst, also richtig aufreißt, dann zieht es dich geschwind immer mal wieder nach hinten. Weil das ist halt schon nicht ohne. Also was euch klar sein muss, wenn ihr sowas wollt und sagt, ja, das wäre mal was Geiles, der vielleicht mit einem kleinen Roller angefangen hat, auch ein bisschen leistungsoptimiert, einfach ein bisschen was zu probieren oder sich mal so ein Ding anzuschauen, Probe zu fahren, geht damit sachte um, also auch beim Fahren, unterschätzt es nicht. Es ist natürlich fahrbar, gar kein Problem, aber es ist mit Vorsicht zu genießen, weil 19 PS auf einer, ja, ich sag mal, nicht gerade schwer oder auf einem nicht gerade schweren Roller, was wiegt das Ding, 110 Kilo sowas, wenn es nicht stimmt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, hab's jetzt nicht genau im Kopf. Aber die geht halt richtig vorwärts. Unterschätzt es nicht, wenn ihr euch so eine anschauen wollt. Schaut, dass er original ist. Dass er nicht verpfuscht ist. Sonst am besten Finger weg. Weil die Ersatzteile sind schweineteuer. Auch das ist ein Nachteil. Ihr kriegt nicht mehr alles. Auch nicht mehr original. Also manches ist nur noch Nachbau. Weil sie ist halt auch nicht mehr die jüngste. Aber es ist halt noch eine Zweitaktmaschine, wo echt Spaß macht. Preise, Zylinder, wenn Kurbelwelle kaputt geht, auch die ist teuer. Also immer pflegsam behandeln, gut warm fahren, bisschen warm laufen lassen, bevor ihr richtig fahrt oder bevor ihr richtig eine Tour startet. 5 bis 10 Minuten am besten. Und dann losfahren und nach dem Fahren vielleicht ein bisschen ausrollen lassen. Aber sonst gibt es nicht viel zu beachten. Ist wie ein normaler Roller. Geschwindigkeitsanzeige, Licht, Blinker, Hupe. Aber bei der hier brauchst du keine Hupe. Da gibst du einfach Vollgas. Das hört jeder. Und es ist alles so wie sie ist, legal. Also achtet darauf, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Von der Runner oder auch von der Aprilia RS 125, die ich habe. Dann schreibt es einfach in die Comments, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann ist auch okay. Kommentare, wie, was kann man besser machen. Also Kritik, alles gern gesehen. Man kann ja mit euch auch
gut drauf eingehen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie stellen. Wir beantworten sie so schnell wie es geht. Und genau, schreibt doch einfach mal rein, was ihr sehen wollt oder was euch interessieren würde, wie die zum Beispiel aufgebaut ist oder die API. Tut euch keinen Zwang an.